Wenn du dich tätowiert hast, schlag ich ins Gesicht. Also flache Hand, aber das sollte auch drin sein. Ah! Hättest du nicht auf die Millionen warten können oder so? Ich muss euch jetzt endlich mal aufklären. Jo Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja Leute, ich bin wieder richtig gut gelaunt und heute mal auf den Straßen unterwegs. Ich begebe mich auf den Weg zu einigen YouTubern nach Hause oder in deren ihre Büros, um sozusagen denen, um denen sozusagen mein 50.000 Abo-Tattoo auf der Brust zu zeigen, liebe Freunde. Ich will damit ihre Reaktion einfangen, einfach mal gucken, was sie dazu sagen, weil es ist ja kein Standard-Tattoo, sage ich jetzt mal. Es ist auch noch relativ frisch, also sie haben noch nichts davon mitbekommen wahrscheinlich. Ja, deshalb bin ich mal ganz gespannt. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Freddy ins Büro. Ich habe gesehen, Toni und Nia halten sich da gerade auch auf. Vielleicht sind die auch schon wieder weg. Aber falls sie noch da sind, haben wir denen ihre Reaktion auch. Aber hauptsächlich geht es jetzt erstmal um Sturmwaffel, seine Reaktion. Wir schauen uns das Ganze an. Ich bin sehr gespannt, liebe Freunde. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagen werden. Leute, ich bin jetzt bei Freddy im Büro. Ich muss erstmal Glückwünsche raushauen. Sieht sehr schön aus hier. Darf man das schon zeigen? Du hast eine Roomtour gemacht. Sieht sehr schön aus hier. Sie gehört dazu. Wir haben oh, du hast gerade getropft. Oh, unmöglich. Das ist nicht so schlimm, passt schon. Okay, Freddy, ich möchte dir etwas zeigen. Die Zuschauer wissen schon, um was es sich handelt. Du weißt es nicht. Es ist, ich will einfach nur deine deine ehrliche Meinung. Ja. So, stell dir vor, du bist jetzt Simon Unge, du machst ein Reaktionsvideo. Warte. Okay, let's go. Jetzt passt, sagst du, alles gut. Okay, Hey, was ist an deiner Brust direkt rein? Es ist was an meiner Brust. Alles, was wiegt. Was ist das denn? Hä, das geht dich jetzt erstmal nichts an. Siehst du schon was? Siehst du, kannst du dir jetzt was denken? So ein Einwegeprank gemacht. Wenn du dich tätowiert hast, schlag ich ins Gesicht. Also flache Hand, aber das sollte auch drin sein. Wie sie freut. Nein, frag noch einfach hier. Das tut doch gar nicht weh. Ich hab das tut doch gar nicht weh. Also, achso, au, au. Trotzdem, so, unmöglich. Ja, was sagst du meinen Instagram-Abonnenten? Ja, das. Aua! Ja, komm mal. Hör doch auf! Ja, guck mal. Ich bin aber auch so, du darfst mir sowas nicht zeigen. Bei mir tun Tattoos nicht weh, wenn ich die gestochen habe. Stimmt, aber zweimal schon von achtmal draufpieksen oder was? Nein! Aber, also A for effort muss ich dir lassen, dadurch, dass du auch das so wegrasiert hast. Wir haben zum Glück mal auf deinem Kanal deinen Bruder jetzt, den ihr alle mal abonnieren solltet. Was ist da die Reaktion? Der ist tätowiert, was macht man da? Die Reaktion kommt in einem anderen Video an. Ist deine Reaktion schon drin? Meine Reaktion ist, geht mal auf Sedus Liste und sagt ältestes Video und guckt euch das an. Das ist meine Reaktion. Das macht keinen Sinn, das ist nicht monetarisiert. Ah! Aua, Mann! Du lachst doch so dreckig! Ja, natürlich! Penner! Ich fluch nicht bei mir. Leute, wir gehen zum nächsten YouTuber. Ich meine natürlich. Oh Gott! Haut rein, bis zum nächsten gleich. Bis zum nächsten gleich. Okay Leute, wir haben uns jetzt mit Danergy getroffen. Yo, yo, what's up, man? Er macht auch YouTube. Ich möchte dir was zeigen. Die Zuschauer wissen schon, um was es geht. Du weißt aber nicht, um was es geht. Da ist irgendwas. Digga, was? Wo ist was? Ich hab's gerade gesehen, aber nur ganz bisschen. Okay, Was hast du getan? Drehen, damit ja, weil das Licht. Heute war ein Tätowierer bei mir, Digga. Oh no. Und ich hab mir die Zahlen meiner Instagram-Abonnenten. Schön, dass du so was hast. Meinst du ernst jetzt? Ja. Oh, Mann. Ja. Findest du scheiße? Nein, aber wirklich jetzt? Sieht aber nice aus. Verarsch mich, oder? Nein, Problem. Ja, es sieht gut aus. Kamera aus. Warum machst du das? Ich weiß nicht, das war so eine spontane Entscheidung. Hättest du nicht auf die Millionen warten können oder so? Ja, okay, stimmt eigentlich. Nee, aber war so ja, spontane okay, okay, Entscheidung. Krass, so dann sind ja 50.000 richtige Fans, also, ne? Hoffentlich, yes. Hoffentlich. Also ihr könnt hier unten auf der Ecke auf Instagram einfach abonnieren jetzt. Dann musst du so immer aktualisieren. Schreib so 1 Kreuz 1. Dann mach ich so, streich ich durch 100. Oh mein Gott, das ist nicht wirklich getan, Digga. Doch, aber findest du nice? Ja, es ist nur sehr offensiv so, ne? War da jetzt offscreen, wirklich? Ist es ein Ding? Nein, das ist fake. Oh, okay, gut. Danke, Danergy. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Nice, danke dir und mach's gut. Sehr gut, Mann. Ja, gehen wir noch essen, oder? Nein. Leute, wieder zurück im Büro und ich muss euch jetzt endlich mal aufklären. Es kamen so viele Fragen, es kamen so viele interessante Kommentare.
es kam Hate, es kam, ich deabonniere dich wegen deinem Tattoo, es kam alles mögliche, Leute. Und jetzt ist die Frage, ist mein Tattoo wirklich echt oder nicht? Ich zeige es euch jetzt nochmal, denn jetzt müsste es ja verheilt sein. Und ihr seht, Leute, es sieht tatsächlich aus, als wäre das einfach nur Kuli. Das Tattoo ist tatsächlich nicht echt, liebe Freunde. Wir haben das Ganze super, super, super hart gefaked. Hier kommt auch gleich die Auflösung, wie wir das Ganze gemacht haben. Ich hatte vor, meine Community einfach hart zu pranken, Leute. Ich wollte was Verrücktes machen für die 50.000 auf Instagram und habe mir deshalb gedacht, okay, ich hole mir einen Tätowierer nach Hause und tue so, als würde ich wieder 50.000 auf die Brust tätowieren lassen, Leute. Ist ja klar, dass ich das nicht mache. Was wäre denn dann mit mir los, wenn ich eine 50.000 auf meine Brust tätowieren lassen würde, liebe Freunde? Auf jeden Fall ist das hier ein Stift, der 8 Tage anhält. Also, das hat sowieso super, super schlecht geklappt. Ihr habt ja gesehen, auf meinem Instagram-Foto sah das Tattoo viel anders da und viel schlechter aus, als da, wo es frisch gestochen war, weil einfach noch die Kanten scharf waren. Wo ich dann rausgegangen bin, habe ich angefangen zu schwitzen, auch hier. Und dann wurde das direkt verschwommen. Super, super schlechter Stift. Kann ich euch auf jeden Fall keinen Link in die Videobeschreibung packen, weil ich den einfach nicht empfehlen kann. Aber liebe Freunde, ich kann euch alle beruhigen, es war nur ein Prank. Ich habe hier kein echtes Tattoo mit einer 50.000 drauf. So blöd bin ich dann doch nicht. Also jetzt kommen ein paar kleine Ausschnitte, wie ich das Ganze gefaked habe, liebe Freunde. Schmerzen. Au. Hast du die Nadel wieder vorne? Okay. Hier seht ihr die Maschine. Er hat mir das gerade erklärt. Da, das hier ist die Nadel, das hintere. Oh Leute, seht ihr diese Nadel? Okay, das, was ich wollte, haben wir doch nicht. 10 Tage später. Okay, crazy. Das ist nur mit so einem Permanentstift hingemalt. Hab das halt alles so aussehen lassen, also ich pranke meine Community. Das sieht crazy aus, das sieht echt aus. Ich finde, das sieht nicht echt aus. Aber also, nicht Farbe, mehr. Weil es so drauf ist, das ist so. Also, ich habe ja auch dazu, deswegen weiß ich, wie es aussieht, wenn es so eigentlich neu ist. So. Aber ist geil. Ich habe echt am Anfang geglaubt, dass es ist. So sieht es in Wahrheit aus. Wir ziehen alles mit Eyeliner nach. Kein Eyeliner. Permanent Tattoo Pen. Das ist bleibt ja trotzdem 8 Tage. Das stimmt. Mit der Nadel ist es einfacher. Echt, oder? Ja. Und eventuell noch ein bisschen minimal. Behind the scenes. So. Nein, natürlich ist es nur ein Spaß. Ja. Das ist jetzt. Also das ist jetzt für das andere Video, in dem ich das Ganze auflöse. Wir haben das Ganze wirklich, also wir haben wirklich einen Tätowierer bestellt, haben das Ganze so gefaked. Okay. Und werden das Ganze sozusagen, also ich werde heute ein Bild auf Instagram hochladen und durch die Folie ist das jetzt so verschwommen geworden, also was ein bisschen kacke ist, aber egal. Und das ist jetzt für das Endvideo, wo ich das Ganze auflöse. Ja, können wir bitte festhalten, dass ich meinen Bruder einfach viel zu gut kenne und besser als meine Eltern sogar noch, ja? Nee, Mama und Papa haben nicht ihre wirkliche Reaktion gezeigt, weil noch die zwei im Hintergrund so ein bisschen zu sehen waren. Dann schaut bei ihm vorbei, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt mal gucken, was mein großer Bruder so auf YouTube veranstaltet, liebe Freunde. Das kann man definitiv. Wir werden auch bald mal was zusammen basteln. Mal gucken, was da so passiert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt beruhigt, dass es ein Fake-Tattoo ist, liebe Freunde. Und ihr könnt gerne meinen Kanal hier kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich mega freuen. Ansonsten könnt ihr auch auf meinem Instagram vorbeischauen, hier in der Ecke. Würde mich auch super gerne freuen. Auf diesem Kanal kommen jeden Tag neue Videos. Also, ausrasten ist angesagt, liebe Freunde. Jetzt wird richtig ausgerastet. Haut rein bis zum nächsten Video, also morgen. Oder gleich einfach auf Instagram. Schaut euch meine Story an. Und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.